Hallo miteinander, hier ist die Angelika. Ich bin gerade im Wald, kuriere noch ein bisschen meine Erkältung aus und denke gerade so nach über meine Stimme in meiner Welt, wie ich mich präsentiere. Und ich habe jetzt vergangenes Wochenende auch den Global Foundation besucht online. Und danach kam erstmal eine Erkältung, beziehungsweise ich merkte, der Körper will was loswerden. Ja, und jetzt ist mir diese Woche, habe ich etwas erlebt, was mir gezeigt hat, dass ich mich immer mehr von der Realität anderer Menschen entferne. Und das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Nur jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, je mehr ich tatsächlich auf meine innere Stimme höre und im Gewahrsein bleibe und die Fragen stelle, umso klarer zeigt sich der Weg. Und ich hatte dann sogar noch mal einen Rückfall mit der Erkältung. Ich habe die innerhalb von 2, 3 Tagen war die weg. Und an dem Tag, als das passiert war, da kamen richtig viele Emotionen und Gedanken hoch. Und dann die Frage, gehört es mir, gehört es jemand anderem? Ist es meine Realität oder eine andere? Ist es meine Stimme, die ich da höre, oder eine andere? Und es war so verworren in mir, dass ich erst durch diese Fragen gemerkt habe, dass ich ganz viel anderes zu meinem gemacht habe, wieder aktuell. Ja, und jetzt, je mehr ich losgelassen habe, beziehungsweise einfach die Wahl getroffen habe, nur auf meins zu hören, umso leichter ist es wieder. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Ich kann das jetzt nicht als Live-Video machen, weil ich habe hier keinen richtigen Empfang. Ich lade dieses Video gleich hoch, wenn ich zu Hause bin. Und ich möchte dir Mut machen, auf deine Stimme zu hören, sie zu äußern. Und dafür ist auch morgen der Zoom gedacht. Weck den Löwen in dir bedeutet auch, Ja zu sagen oder Nein zu sagen zu dem, was du wirklich willst und was deine Wahrheit ist. Und das gebe ich dir heute nochmal mit bei diesem wunderschönen Tag. Und wir sehen uns vielleicht am Montag, das heißt morgen Abend um 19 Uhr. Ganz liebe Grüße.